Ich bin Oliver Reimann, ich bin geschäftsführender Gesellschafter im Doldenmädel Braugasthaus hier in Berlin-Kreuzberg. Ich selber bin, seitdem ich laufen kann, in der Gastronomie. Glückliche Gäste, das ist meine Motivation, warum ich morgens aufstehe. Nach außen hin sieht man immer so diesen Gastteil von uns Gastronomen natürlich, aber dahinter steckt auch ein großer Teil Administration. Wir haben insgesamt 25 Mitarbeiter bei uns. Das ist insofern eine Herausforderung, dass die immer alle zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein müssen. Dafür nutzen wir das System EDTime und EDPEP. EDTime ist die Zeiterfassung, das heißt, jeder Mitarbeiter kommt zum Dienst, loggt sich ein, wenn er geht, loggt er sich wieder aus, sodass wir da auch rechtssicher sind. Und mit EDPEP arbeiten wir in der gesamten Personaleinsatzplanung. Macht es insofern einfach, dass die Mitarbeiter alle hinterlegt sind, die Stunden, wie viele Stunden soll und kann ein Mitarbeiter bei uns arbeiten, und das wird halt alles verarbeitet, sodass man da auch ständig den Überblick hat. Wir haben es schon gemerkt, dass wir deutlich mehr Zeit für andere Dinge hatten anschließend, weil sehr viel auch automatisch geht. Wir wollen Zeit haben, uns um den Gast zu kümmern. Das neueste Feature, was wir bekommen haben, dass der Mitarbeiter einen eigenen Zugang hat zu einem Portal, wo er im Grunde genommen seine ganzen Lohnzettel, Steuermeldungen, Abmeldungen, Jahresmeldungen, wo das alles liegt und alles gesammelt ist.